Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War. Wir spielen hier die große Schlacht um eine beschissene Farm. Und ich hatte am letzten Tag, wie ihr wahrscheinlich auch gesehen habt, nochmal einen Sturmangriff geführt, unkoordiniert, weil er nicht zeitgleich war mit den anderen Einheiten. Ich habe erstmal 5 Truppen vorgeschickt, weil ich da nicht mehr mitgerechnet habe, dass da so viele Einheiten sind und auch gut befestigt. Hat er zwar gesagt, die KI am Anfang, aber das Problem ist halt, dass die ganzen Armee dann, die flankiert hat, ja, nicht auf einmal angegriffen hat, sondern immer kleckerweise. Und das konnte der Gegner natürlich gut, ja, verteidigen. Das war mein Fehler. Gut, mal gucken, was jetzt passiert. Ich hoffe nicht, dass wir in Verteidigungsstellung gehen, aber ich glaube schon. Oh. Ja, 3. Mai 1863. Wir kriegen, wenn wir diese Schlacht gewinnen, habe ich gesagt, 10.000. Ne? Ich glaube, die 10.000 brauche ich schon wieder. Wir haben hier schon locker 5.000 verloren. Locker. Der gestrige Flankenangriff war eine hässliche Überraschung für die Unionisten. Ihr Gewinn auf ihrer Rechten am Boden. Hooker hat seine Streitkräfte äußerst defensiv umgestellt, um das Lager zu verteidigen. General Reynolds' erstes Korps deckt nun ihre rechte Flanke. Unsere Kavallerie wird seine Truppen so beschäftigt halten, dass er keine Verstärkung für das Zentrum abstellen kann. General Horwards 11. Korps ist nicht gefechtstauglich und befindet sich im Rückraum ihrer extrem linken. Ja, die ist extrem lang, geht bis zum Ende, eigentlich beide Flanken gehen bis ans Ende der Map. Das ist, ja. Die Korps von Maid, Sickles, Solcom und Coach verteidigen jetzt, ja, die Kackfarm, nenne ich sie jetzt. Die Sonne ist gerade aufgegangen und uns bleibt noch eine weitere Chance, es anzugreifen und noch mehr Leute zu verlieren. Oh. Sehe ich jetzt irgendwie, wie viele Leute kann ich denn da rausnehmen? Tauschen. Schön. Ja. Hey, starten wir mal. Chancellorsville wird von Yankees noch immer schwer verteidigt. Toll. Hooker hat den Hauptteil seiner Truppen ums Lager verteilt. Ja, noch besser befestigt. Kann ich eigentlich Napalm draufschmeißen? Unsere Korps ist bereit für einen Sturmangriff. Oh nö, nicht schon wieder Sturmangriff. Um sie zu vertreiben. Oh, es gibt wieder so viele Tote auf meiner Seite. Können wir nicht einfach ein bisschen Blümchen schicken oder so? Dass sie friedlich davon gehen und ich einfach 10.000 Männer kriege? Dieses hügelige Gehölz wird Hazel Grove genannt. Ich dachte gerade an Heselbrugge. Und eignet sich hervorragend als Artilleriestellung oder Ausgangspunkt für Infanterieangriffe. Ich sehe da nur ein Feld und nichts auf der Karte. Ist doch nichts Tolles da. Und soweit wie die Artillerie hinten auch, nee, ne? General Reynolds' erstes Korps bewacht die rechte Flanke und wird von unserer Kavallerie festgenagelt. Ich habe keine Kavallerie. Er könnte in der Lage sein, Verstärkung zu schicken. Also behalten wir General Howards 11. Korps wurde ziemlich zusammengeschossen. Er meint, meine beiden Korps auch. Und verteidigt derzeit ihre linke Flanke. Er stellt keine ernsthafte Gefahr dar. Und seine Teilnahme an den Kämpfen ist nicht zu erwarten. Ja, hoffen wir mal. Er wollte ja auch nicht in mein Zentrum angreifen. Wenn wir heute Morgen ihr Lager einnehmen, gehört der Sieg uns. Wenn nicht, bleibt uns nur der Rückzug auf unsere Stellungen und der Kampf um ein Patt. Viel Glück, General. Ich muss es einnehmen. Jetzt müssen wir.
So, warum auch immer haben wir hier 10 Brigaden. Meine Männer, ja, hier geht's eigentlich noch. Dennison hat ganz schöne Verluste hinnehmen müssen. Sagt jetzt schon, keine Munition. Ich hau dich. Habt ihr nicht geschafft, den einen Tag, wo ihr frei habt, nochmal Munition aufzutreiben oder was? Meine Güte. Ja, da fehlt eine Brigade. Sektor dabei. Da schreien sie auch schon nach Munition. Wo sind meine Munitionswagen? Da haben wir einen. Aber auch da, das war mal 1,5 Hansen, glaube ich. Da waren 1,5 Einheiten. Das ist vom zweiten Korb. Der hat schon 500 verloren. Da sind die Kanonen. Mann, oh Mann, ich hoffe einfach, dass der Feind auch extrem geschwächt ist. Was mich nur gerade ankotzt, dass ich nur ein, für zwei Korps nur einen Munitionswagen habe? Sehe ich das richtig? Meine Leute schreien jetzt schon nach Munition? Nee, da ist auch einer. Okay. Ja. Gut. Habe ich hier drei Kanonen, kein Munitionswagen. Geil. Wird schon irgendwie, ja. Müssen wir irgendwie hinkriegen. So. Jetzt hilft nichts. Kanon will sie hier haben. Hier in dieses Wäldchen. So. Hector, kannst du mal hier vorlaufen? Mal Lucky Lucky machen. Ich verteidige jetzt nicht. Diese Verteidigungsstellung könnt ihr euch an die Haare schmieren. Aber sowas von. Sowas von. Ich will jetzt Blut. Ich will jetzt gewinnen. Nein, ich, ach komm. Und bam, 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 bam. Jetzt mal hier in den Wald rein. Da nichts ist. Frontlinie. Nein, oh, ich habe jetzt schon mir gerade alles in der Hand. Mensch. Also dieses Truppen verteilen und so, das bei Toten. Wander und weiter. So, ich habe jetzt irgendwie viel bewegt. Mal gucken, was alles stehen bleibt, was ich gleich noch bewegen muss. Nun, wollte ich gerade sagen, habe ich doch bewegt. Na gut, euch habe ich nicht bewegt. So, da taucht schon der erste Feind auf. Reicht mir erstmal, Hector. Du brauchst nicht weiter. Wir lassen erstmal die Leute rankommen. Du rennst da erstmal in den Wald. Ja, die hängen da in diesen scheiß Zaun wieder hinter den Zaun. Da haben wir wieder die ersten Einheiten. Reicht mir schon. Ja, kriegen Verstärkung. Was wurde gesichtet? Ah, da hinten. Marschieren, Männer, marschieren. Hier warte ich noch mal auf die Kanonen. Die Kanonen müssen bitte hier hin. Ein bisschen schneller, bitte, Kanonen, ja? Wir brauchen euch heute noch. So, aber, ach, ich hätte das wahrscheinlich vorher umdisponieren können mit den Kanonen und so. Ich habe die Felder gehabt, verdammt.
So, wir kriegen da... Boah, dann kannst du da schon mal hinschießen. Halt. Nee, doof. Oh, einfach nur da jetzt. Na, die warten hier alle. Scheiße. Zweite Reihe kann gleich weiter. Kannst auch weiter. Pause. Ah, die Kanonen sind da noch nicht ganz. Auf einer Höhe. Ihr könnt ja schon mal dahin gehen. Weiter. Halt. Nicht so wie vorhin. Nicht so viel auf einmal. So. Die Kanonen nachrücken. Nachrücken. Weiter. Nee. Oh, andere Maustaste. Hier rüber. Und nachrücken. Ich mache mal Pause. Wird jetzt hier so ein Nachrückspiel wieder. Ihr könnt ja alle. Dass man nicht einfach per Leertaste sieht oder mit irgendeinem Knopfdruck, ob die Einheiten, wo sie, ob sie sich schon bewegen und wenn ja, wohin. Ne, bei Total War hast du meistens immer Leertaste und du siehst dann überall von sämtlichen Einheiten von dir, wo sie sich gerade hin bewegen wollen. Ne, weil ich habe jetzt schon wieder vergessen, habe hier schon hier was bewegt, da was bewegt. Weiß auch gar nicht mehr, wo ich was hier hinpacke. Das ist halt viel und da kann man auch schnell mal die Übersicht verlieren. Was wäre einfach schön. So, ja, hier die Einheiten halten uns ganz gut auf. Hier aus. Seid jetzt endlich da. Ja! Kämpfen. Kämpfen. Auch kämpfen. Laufen wir weiter, Murphy. Ja, da passt das auch. So, ihr geht mal weiter vor. Geht hier hin. Weiter. Nehmen wir es mal, es sind nur 500 Mann. Ach, da habe ich jetzt was vergessen. Da ist ja wieder dieser scheiß Gebäude da. Kanone gleich hinterher. So, halt.
Hier, Camper, halt, nicht so viel kämpfen. Komm mal ein bisschen zurück, mein Freund. Genau. Neu formieren. Weiter. Weiter. Dauert mir jetzt so lange hier. Aber es passt schon. Weiter marschieren. Laufen. Dann weiter. Weiter. So. Die können kämpfen, okay. Hector. Kanone weiter an den Rand. Weiter an den Rand. Weiter an den Rand. Habe ich hier noch was vergessen? Weil die können ja Spaß haben. Das ist mir erstmal Wurst. So, weiter. Weiter. Haben wir den General? Hol dir mal zurück den Camper. Jetzt wird er hier, jetzt kommt hier der Spaß ran. Kanonen sind eigentlich schon auf gute Reichweite. Hier, hier, ran, heran. Du kannst mal wieder ein Stück da rein. Und ihr kriegt es hier nicht geschissen oder was? Ran. Kanonen hier mal. War ein bisschen zu nah. Nee, schon richtig da bleiben. Genau, ihr schießt alle da drauf. Weiter aufschließen. Weiter. 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 Reicht schon, weiter. Halt schießen! Halt schießen! Weiter! Oh, jetzt laufen die endlich auch, oder was? Reicht, Feuer auf die da. Vielleicht laufen. So. Die Kanönchen. Dahin. Wir holen sie jetzt aus dem Scheißwald raus. Erstmal Formation, Formation. So. Kavallerie opfer ich jetzt. Schön von hinten angreifen. Könnt ihr mal bitte die weiter da zusammenschießen? Ich wiederhole es nur gerne. Nur ein toter Blaurock ist ein guter Blaurock. Weiter. Hier machen wir eine zweite Linie. Weiter. Heinrich weiter. Guerrero weiter. Hensen weiter. Oh, was ist denn da passiert? Halt. So, halt. Jetzt mit zu flott. Da unterstützen. Das heißt, sie haben hier Punkte, Leute. Sind da
aufbauen. Die Kanonen können weiter nach da. So, Munitionswagen schicke ich mal ab nach da und dann breiten wir das da weiter aus. Okay. Ja, lassen wir überall einhalten. Danke fürs Aufdecken, reicht mir schon. Das heißt, ich gehe schicken sie nicht dahinter. So, dann schießen wir hier was raus. Die Kanonen werden ganz toll, wenn die rausschießen wollen. Die Wald. Ach komm. Charge. Wir nutzen die Zeit, Kanonen weiter vorrücken. So, das reicht. Halt. Vorrücken. Das ist aber ganz schön heftig viel los hier. So, marschieren. Los. Noch mal irgendwann durchkommen, verdammt heißt. Haben wir nicht mehr den ganzen Tag Zeit hier. Da weg. Kannst mal näher rücken. Oh, 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 oh. Das habe ich nicht gesehen. Weg. Zusammenschießen, dann weiter. So, jetzt mal Pause. Jetzt haben sie da aufgegeben. Können wir auch die Kanonen nachziehen? Ab in den Wald. Euch drei, ihr seid zwar im Zuge schlecht, Gesundheit. Ihr werdet da bitte Position beziehen. Weiter. Was machst du da?
wieder für eine Scheiße. Bitte da vorne hinstellen. So, General Reynolds hat seine erste Division abgestellt, um die Verteidigung der Yankees zu verstärken. Muss aber hier was werden hier. Weiter ran da. Ran. Weiter. Lauf. Leute, die zurückkommen, gleich wieder töten. Das sollte diesmal klappen, aber wir haben dafür wieder derbe Verluste. Jetzt hat sich eine Lücke aufgetan. Weiter. Jetzt ist es unser Punkt. Jetzt ist es unser Punkt. Wir haben endlich diese Scheißfarm gesichert. Müssen sie nur noch halten. Weiter ran. Aber zackig. Hier, Kanone. Schieß mir die da weg. Die müssen weg. Da hinten ist eine Kanone. Weiter ran. Weiter ran. Wir müssen mehr Druck von der Seite machen. Weiter ran. Weiter ran. Mehr Druck. Kanone weiter ran. Ah, wir schießen sie immer weiter zurück. Wunderbar. Das lobe ich mir. Halt. Feuer frei. Da laufen sie, die nächsten. Schön. Ich kann jetzt hier schon mal näher ran. Kann man auch da Leute gebrauchen. Diese Kanone tanken weiter ran. Wenn die andere rangezogen ist, dann ziehe ich die anderen. Ich glaube, das mache ich jetzt immer so abwechselnd. Eine kann schießen, eine bewegt sich. Eine kann schießen, eine bewegt sich. Das gefällt mir ganz gut. Alt reicht. So, die kann bewegen. Nur noch den Punkt halten. Der Rest ist mir jetzt egal.
Wir schlagen jetzt gerade nur die Zeit tot. Noch starker. Und beenden. So, Sieg. Teurer Sieg. Ich gehe davon aus, dass wir sehr teuren Sieg haben. 10.000 kriegen wir. Und wie viel haben wir verloren? Ach, Scheißendreck, ey. Wieder Minusgeschäft gemacht. 14.000 haben wir verloren. 10.000 kriegen wir. Deckt mal wieder nicht unsere Verluste. Ah, ärgert mich das. Ja, und er hat irgendwie nur 57.000, aber laut Mission irgendwas zwischen 110 bis 100 irgendwie, was sind 1.000, passt ja auch gar nicht. Ärgerlich. Wie, das ist noch nicht zu Ende? Oh, das geht noch weiter? Schlacht bei der Salemkirche. Eieiei. Dann nehme ich jetzt aber mal hier, aber packe ich da mal rein. Okay, dann würde ich hier nochmal einen Break machen und dann machen wir nochmal die Kirche. Wenn es euch gefallen hat, bitte, ja, gerne einen Kommentar oder ein Like da lassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.